Ich beziehe zurzeit Hartz IV und bin hier auf diese Lebensmittelausgabe angewiesen, weil ich mir das zurzeit alles nicht leisten kann. Obst, Gemüse, die sind relativ teuer geworden. Da muss ich manchmal Abstriche machen. Ich habe auch eine Tochter und dadurch kann ich mir ein bisschen was sparen und kann mit ihr was unternehmen. Unser Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen im Viertel in ihren unterschiedlichsten Problemlagen zu unterstützen. Was in den letzten Jahren immer mehr wird, sind Menschen, die in wirtschaftlicher Not sind, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats über die Runden kommen sollen. Dafür insbesondere ist unsere Lebensmittelausgabe da. Hier kann jeder herkommen, der bedürftig ist und für ein ganz kleines Geld für ein Obolus Lebensmittel bekommen. Wir sorgen aber auch dafür, dass Menschen wieder verstärkt zusammenkommen können. Altersarmut ist ja ein großes Thema. Dafür haben wir unsere Freizeittreffs. Und das Dritte, was wir machen, ist eine allgemeine niedrigschwellige Sozialberatung. Ja, alles gut, danke schön. Alles klar, danke schön. Ich schäme mich nicht mehr dafür. Ich habe mich früher geschämt und sehe aber, wie viele Menschen darauf angewiesen sind, auf diese Lebensmittel zugreifen zu können. Ich habe auch meinen Nachbarn hergebracht, der auch leider darauf angewiesen ist. Der hat sich auch geschämt. Ich habe ihn an die Hand genommen, habe gesagt, komm mit, hier sind nette Leute, hier wirst du wirklich ganz normaler Mensch behandelt. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5.000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 24, 65, 019 sowie 52, 43, 723. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 06, 30, 471 und 4976, 057. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 36, 01, 022. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für Ihre Unterstützung des guten Zwecks. Du bist ein Gewinn.